Wer zum Teufel ist eigentlich dieser Kerl und was für eine Mission muss Erster und Noel machen? Willkommen zu meiner Review zu Black Clover Folge 8. Was macht ein Ritterorden? Zuerst beginnt die Folge so, dass Erster nun am Putzen ist. Er schrubbt den Boden und wäscht die Wäsche. Dann war die Essenszeit. Morgens früh zum Frühstück gibt es Fleisch. Und das nur mal so als Randinfo. Erster fragte daraufhin Magna, was man in einem Ritterorden so macht. Dessen wurde Magna etwas wütend. Zu Erster, aber in einer sympathischen Art und Weise. Magna beantwortete Ersters Frage und meinte daraufhin, dass ein Ritterorden das Land beschützt und bewacht. Hingegen sagten die anderen auch Gründe, die man aber nicht unbedingt erwähnen muss. Dazu konnte man noch die Magie von Shami und Grey sehen. Shami benutzt Cotton Magic, was in übersetzt bedeutet Baumwollmagie bzw. Wattemagie. Dazu kann Shami Creation Magie benutzen. Grey hingegen besitzt die Transformationsmagie. Er kann sich wie in dieser Folge in jeden verwandeln und auch die Stimme imitieren. Doch dann kam Yami und rufte Magna, da die beiden eine gewisse Mission zu erledigen haben. Das Kartenduell. Yami und Magna haben nun eine Mission, und zwar Kartenspielen, und werden bis aufs letzte Hemd von einem alten Mann abgezogen. Als Yami aber nicht aufgeben wollte, will er nun ein Alles-oder-Nichts-Spiel draus machen. Dazu ist Yami eben bereit, sein Grimori zu verlieren, doch der Alte meinte es gut mit den beiden und will nur eines. Wenn er gewinnt, muss Yami nämlich einen Gefallen annehmen. Egal was für ein Gefallen. Erster und Noel waren dessen dabei, Yamis Hobbytiere zu füttern. Wobei dann Yami und Magna wiederkamen, dort konnte man schon sehen, dass die beiden die Wette wieder verloren haben. Doch dafür bekommen nun Erster und Noel eine Mission. Denn der Gefallen, den der Alte haben wollte, ist nämlich der, dass die Wildschweine aus seinem Dorf weggejagt werden sollen. Die perfekte erste Mission. Der Eismagier. Nun gab es doch noch paar Schwierigkeiten, denn Finral kann die drei nicht mit seiner Magie zu den Ort bringen, wo die eben hin müssen. Dazu kommt jedoch, dass Erster sowie auch Noel nicht mit den Besen fliegen können. Heißt in etwa, dass Magna die beiden mit auf seinen sogenannten Schatz mitfahren dürfen, und zwar auf dem Crazy Cyclone. Dessen kommen wir nun zum Dorf, wo die Mission auch stattfinden wird. Doch dort kommen aus irgendeinem Grund keine gutgesinnten Leute aus einem Portal raus. Dieser komische Typ brachte sogar die Wildschweine mit seinem Eismagie um. Suchen die Leute in diesem Dorf nach etwas? Damit endete die 8. Folge von Black Clover. Was können wir in der nächsten Folge erwarten? Vielleicht der Beginn eines Kampfes? Das war die Review zu der 8. Folge von Black Clover. Okay, eigentlich muss ich ehrlich mal sagen, für meine Aussicht, es war irgendwie eine kurze Folge. Also es kommt vom Inhalt mehr. Also man kann schon sagen, ja, es war heute sehr, sehr ruhig und gut, ne? Was haben wir denn hier bekommen? Wir haben jetzt quasi gesehen, alles klar. Wir haben jetzt gesehen, dass eben Noel und Erster eben eine Mission bekommen. Doch davor war eben dieses Kartenspiel, was auch wirklich ohne Scheiß im Manga vorkam, aber nur als so eine kleine Zeichnung, ne, versteht ihr, hinter Yami. Das ist so quasi eigentlich so wirklich das Lustige dran. Die machen, also Pirot zeichnet eben, beziehungsweise animiert halt eben auch Geschichten, die eben kleiner sind. Also quasi gesehen keine Filler-Folgen, sondern einfach Folgen aus dem Manga. Nur die nicht weiter beleuchtet worden sind. Also eigentlich muss man sagen, das geht relativ klar. Natürlich abgesehen von dieser Putzszene, die hat nämlich Perot einfach so eingebaut. Kann man machen. Kann man eigentlich machen. Jetzt haben wir natürlich die Szene von am Ende bekommen, denn dort haben wir den einen Typen gesehen mit der Eismagie. Und ich kann euch sagen, die nächste Folge, wenn jetzt wieder nicht so irgendwelche Szenen vorkommen, die nicht in Manga waren, denn man muss sagen, es werden echt wenig aus einem Kapitel animiert. Entweder ein Kapitel oder nur ein Viertel oder ein halbes oder was auch immer, ne? Ich weiß es halt auch nicht so genau. Und man muss sagen, wenn die nächste Folge wirklich alles in ein Kapitel bekommt, dann muss ich sagen, holy shit, Leute, wartet drauf ab, denn nächste Woche beginnt es auf jeden Fall wirklich mit dem wirklichen Kampf. Und da können wir auf was gefasst sein, denn Leute, das wird auf jeden Fall mega geil. Und danach, ja, da wird es noch tausendmal besser. Also ich kann euch sagen, die Folgen werden danach mega krass, auf jeden Fall. Ich bin jedenfalls damit noch weiterhin sehr im Hype, fand die Folge heute sehr ruhig und
und sehr gut eigentlich, also man kann damit leben. Die Comedy war heute ziemlich in Ordnung, also damit bin ich sehr zufrieden. Das Ende vor allem, bin ich schon ziemlich gespannt, wie die das richtig rausbringen, also hoffentlich wie auch in dem Manga so. Ja gut, nicht wie in dem Manga, das können die gar nicht sehen, so richtig geil, aber mal sehen, wie die das schaffen. Ich bin schon sehr gespannt und naja, ich hoffe, euch hat die Review doch wenigstens gefallen. Wenn ja, dann zeig's doch bitte mit einem Daumen nach oben. Wenn du meinen Kanal noch nicht kennst, dann lass doch gerne ein Abo da. Ich zu meinem Teil sag auf alle Fälle, habt noch einen schönen Tag, mach's gut, bis bald und ciao.